Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. In diesem Paket hier sollte ein Mainboard mit Intel Sockel L55 und dem Top-Chip-Satz Z68 enthalten sein. Bitte verzeiht mir den schwarzen Balken, da sich aber hier noch der Adressaufkleber auf dem Paket befindet und ich den so nicht abbekommen habe, musste ich entsprechend solche Vorkehrung treffen. Ja, das Paket ist etwas größer, wie man sieht, weil hier nicht nur ein Mainboard enthalten ist, sondern auch noch eine weitere Komponente. Und ich versuche das Paket jetzt ohne es hier zu bewegen, weil sonst müsste ich auch den schwarzen Balken mit bewegen, zu öffnen. Ich hole mir einen kurz noch etwas anderes. Und zwar hatte ich euch ja schon bereits dieses Mainboard vorgestellt. Hierbei handelt es sich um das Asus P8 Z68-V, welches ich von Tino bekam. Die Sache ist die, dass dieses Mainboard verbogene Pins besitzt im CPU-Sockel. Kann man das so erkennen? Ja, hier sind so ein paar Pins, hier zum Beispiel, hier, dort, auch da und hier. So fünf Problemstellen und vier, fünf Problemstellen. Und ich habe das nicht hinbekommen zu reparieren. Das Mainboard funktioniert noch, aber nur noch mit einem RAM-Channel. Der zweite Arbeitsspeicherkanal, der funktioniert nicht. Wenn ich also Arbeitsspeicherriegel hier in die beiden rechten Slots stecken würde, also in jetzt von hier gesehen in die beiden hinteren, dann startet das Mainboard nicht. In die beiden vorderen kann ich dann RAM-Riegel reinstecken, sodass das Mainboard damit booten kann. Also ist irgendwas mit dem zweiten RAM-Kanal nicht in Ordnung. Ich vermute da einen Zusammenhang mit den verbogenen CPU-Pins hier im Sockel. Ja, dennoch habe ich mir ein anderes Mainboard bestellt. Für 52,34 € habe ich das am Sonntag ersteigern können bei eBay. Und dieses Mainboard, das Asus, das bekommt dann der Dark Phoenix 420 zum Reparieren und das kann er dann auch meinetwegen gleich behalten, weil ich habe dann ja ein anderes Mainboard. So ist das gedacht. Einen Moment. So klappt man das Ganze auf. Jetzt sollte der schwarze Balken auch verschwunden sein. So, und zwar werden die Mainboards ja nicht mehr hergestellt, deswegen ist es natürlich gebraucht. Ist ja klar. Aber eigentlich gut verpackt und ich sehe einen Karton, welcher die Originalverpackung sein könnte. Nicht schlecht. Ja, auch gut gepolstert. Das sieht schon mal gut aus. Und hier ist die Zusatzkomponente, denn beim Mainboard wurde noch ein CPU-Kühler mitgeschickt. Und dann kann man über den Preis von 52,34 €, wie gesagt, habe ich das Mainboard jetzt erstanden, nicht klagen. Ja, der Kühler sieht auf den ersten Blick so ein bisschen aus wie ein Skite Mugen. Ziemlich verstaubt, der kriegt ja noch mal ein Wasserbad auf jeden Fall. Vermutlich hat ihn jemand in einem Gehäuse ohne Staubfilter betrieben und hohem Luftdurchsatz. Der wird dann auf jeden Fall noch gereinigt. Der Verkäufer dieses Mainboard-Kühlersets hat bereits eine Vermutung geäußert, dass es sich hierbei um den EKL Alpenfüllen Brocken 2 handeln könnte. Vielleicht kennt ja jemand den Brocken 2 und kann dies bestätigen. Also so sieht der Kühlblock hier aus. Er hat 1, 2, 3, 4, 5,
6 mm Heatpipes und so eine Klammerhalterung, also so eine Steghalterung, die man auch vom Brock, vom Skype Mugen 2 her kennt und vom Mugen 3. Packe ich den Kühler mal auf Seite. Und nun zum Mainboard. Ach so, okay, er hat sich ein MSI Z370 SLI Plus gekauft. Das ist nicht das Mainboard, was da jetzt drin sein sollte. Also, wenn das MSI Z370 hier drin ist, dann shit happens. Das ist dann nicht mein Fail. Aber das wäre auch nicht schlecht. Da bräuchte ich nur noch eine passende CPU und dann, ja, habe ich ein Z370 Mainboard. Aber nein, das sollte da nicht drin sein, weil das habe ich ja nicht gekauft. Mal gucken, ich zeige euch noch mal kurz hier die Rückseite. Also, so sieht ein MSI Z370 SLI Plus aus. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Aber dieses Mainboard ist nicht hier im Karton. Nein. Schade, dass es nicht der Originalkarton ist. Das wäre auch ganz interessant und ganz schön gewesen. Weil die bewahre ich immer auf, so Originalkartons. Ich weiß, ich mache es spannend. Ja, und zwar war mir der Hersteller ehrlich gesagt scheißegal gewesen. Hauptsache, das Mainboard kommt mit dem Z68er PCH daher. Weil ich noch etwas vorhabe. Und zwar, was ich geplant habe, ist ein Video über die verschiedenen Typen von Intels integrierten Grafikeinheiten in Sandy Bridge und Ivy Bridge Prozessoren. Und dementsprechend braucht man natürlich auch eine Fülle an Prozessoren, wenn man sich jetzt die verschiedenen integrierten Grafikeinheiten anschauen möchte. Und da habe ich in letzter Zeit ein paar bestellt. Zum Beispiel hier den in Originalverpackung kommenden Intel Core i3 3225. Boxlüfter ist auch enthalten. Das ist ein Ivy Bridge Prozessor. Und hier sind noch weitere Prozessoren. Ja, also insgesamt gibt es jeweils drei unterschiedliche Konfigurationen an integrierten Grafikeinheiten bei Sandy Bridge und Ivy Bridge. Hier ist ein Core i3 2125. Der ist mit dem Core i3 3225 ziemlich identisch. Nur, dass der hier die Sandy Bridge Grafikeinheit beherbergt und der die Ivy Bridge Grafikeinheit. Und zwar, um genauer zu sein, enthält der Core i3 3225 Intel HD Graphics 4000 und der enthält Intel HD Graphics 3000 als Core i3 Prozessor. Ja, es gibt auch Core i3 Prozessoren mit der stärksten integrierten Grafikeinheit, also dem Vollausbau. Genau. Und der taktet mit 3,3 GHz wie der Core i3 3225. Und hier sind noch so ein paar andere Prozessoren wie dieser hier. Das wäre der Core i3 3220, der baugleich mit dem Core i3 3225 ist, bis auf die andere Grafikeinheit. Nämlich die HD 2500. Und dann gibt's ja noch eine Stufe darunter. Ja, die nennt sich dann schlicht HD Graphics. Und hier hätte ich dann den Intel Pentium G2020. Den habe ich von Dark Phoenix 120 bekommen. Der taktet mit 2,9 GHz und enthält die Intel HD Graphics, die wird schlicht HD Graphics genannt. Die ist noch eine Stufe unter der HD 2500 angesiedelt. Und das hier, das ist der Sandy Bridge Pentium, der mit dem G2020 vergleichbar ist, bis auf die Grafikeinheit. Wenn ich den jetzt hier rauskriege auf die Schnelle.
dann könnte ich euch auch verraten, welches Modell das ist. Das ist der Pentium G850 mit 2,9 GHz, wie gesagt. Ja, das ist ein reiner Dual-Core ohne SMT. Die Core i3-Prozessoren haben dagegen SMT. Und unter dem Pentium ist der Celeron angesiedelt. Der hat auch die schlichte HD-Graphics. Ja, und dann habe ich noch einen Core i3-2120. Der ist mit dem Core i3-2125 identisch, bis auf wiederum die integrierte Grafikeinheit. Die HD-2000 wäre das dann. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich viel auf einmal an unterschiedlichen Nummern. Die behält man sich natürlich so nicht im Kopf. Deswegen werde ich euch auch nochmal eine Tabelle erstellen, die ich euch hier ins Video zur Hilfestellung einblenden werde, dass ihr das dann auch nochmal nachvollziehen könnt. Ja, und das sind die Testprobanden. Das war mein Handy. Das sind die Testprobanden für den IGP-Vergleich von Sandy Bridge und Ivy Bridge Prozessoren. Und damit ich auch die besten Tuning-Optionen habe, damit ich eben das umfangreichste Paket bekomme, auch wenn man Core i3 jetzt nicht übertakten kann, musste es natürlich schon ein Z68 Mainboard sein oder Z75, aber die sind noch teurer. Ja, weil der Z68 auch die integrierte Grafikeinheit unterstützt. Der P67 reicht nämlich nicht aus. Da habe ich auch schon drei Mainboards von mit P67er I.O. Hub. Aber der Z68, der ermöglicht es, Tuning zu nutzen, also Prozessoren mit freiem Multiplikator zu übertakten, als auch die integrierte Grafikeinheit zu nutzen und RAM-Tuning. Man kann mit dem Z68 wie auch dem P67 seinen Arbeitsspeicher übertakten, was man mit H67, H61 eben nicht kann oder B75 auch nicht. Oder H77 gibt es, glaube ich, noch. Und da wollte ich mir mal anschauen, was eben bei diesen integrierten Grafikeinheiten Arbeitsspeicher OC bringt. Wenn man also jetzt sehr schnellen Arbeitsspeicher einsetzt, da habe ich sogar 16 GB DDR3-2400 als Arbeitsspeicher-Kit vorliegen. Das ja, könnte man nehmen und mal schauen, ob die Prozessoren auch dann 2400 MHz RAM-Takt unterstützen. Jetzt aber zum Mainboard. Ich weiß, ihr seid gespannt, um welches Modell es sich handelt. Jetzt lüfte ich das Geheimnis. Ja, mal schauen. Hier die originale I.O.-Blende. Ziemlich verstaubt. Die wird also noch unter fließend Wasser abgespült. Ebenso der Lüfter hier, ein Silence-Modell. Das ist natürlich dann nicht der originale, der bei dem Kühlblock hier bei lag. Der wird auch gesäubert. Und nun zum Mainboard, würde ich sagen. Nicht fachgerecht in einer Tüte verpackt, die sich gut und gerne auch statisch aufladen kann. Nicht nachmachen. Die Tüte sollte eine ESD-Tüte sein. Ah ja, hier sind die Klammern für den Kühler. So sieht das Ganze aus. Da kann man dann seinen Lüfter befestigen. Und jetzt muss ich mir am gucken, wie ich das Motherboard hier rausbekomme. Und wenn dieses Mainboard auch defekt sein sollte, wie ein anderes Mainboard, was ich letztens gekauft habe, dann muss ich den Verkäufer wieder anschreiben. Und, na, erkennt jemand schon den Hersteller dieses Mainboards? Ja, MSI. Wie auch der Originalkarton. So, die Tüte kommt definitiv jetzt auf Seite. Und das Mainboard ist stark verstaubt. Das habe ich aber auch schon auf dem Foto gesehen. Ja, auf dem Foto bei eBay, was reingestellt wurde. Das ist aber nicht weiter tragisch. Ich werde das Mainboard jetzt erst einmal testen. Und
Wenn es soweit funktioniert, bekommt es dann noch eine Wasserdusche. Ja, jetzt würdet ihr mich für verrückt erklären. Mainboard mit Wasser du abduschen, das ist gefährlich. Nein, das ist nicht gefährlich, kann ich euch sagen. Es ist nur dann gefährlich, wenn das Mainboard unter Strom steht. Wenn das Mainboard aber nicht unter Strom steht, also keinerlei Spannungen anliegen, dann passiert überhaupt nichts. Man sollte natürlich auch hier diese Lithium-Knopfzelle rausnehmen, die vergisst man gerne. Die muss man natürlich rausnehmen, klar. Und dann am besten noch ein Stündchen warten, dass auch alle Kondensatoren dann. Ach nein, was ist da denn passiert? Oder ist das nur hier? Wahnsinn! Hier, der ist verbogen, aber naja, gut, vielleicht kriegt man den wieder gerade. Ja, dann kriegt das Membot, wenn es funktioniert, ein Wasserbad. Ansonsten kriegt es kein Wasserbad, weil sonst. Und zwar handelt es sich hierbei um das MSI Z68A GD55. Schon ein ziemlich gutes Mainboard, aber da gibt es auch noch bessere Exemplare. Es ist jetzt nicht oberstes High-End, aber es ist schon High-End. Man sieht ja auch hier die Kühlkörper, die hätten ruhig größer ausfallen können. Ich schaue noch mal kurz, ob hier noch was drin liegt. Nein, da liegt jetzt nichts mehr hier im Karton. Dann klappe ich den mal eben zu, dass ich das Mainboard auch hier drauflegen kann. Und ich lege euch mal das Asus Mainboard daneben. Ne? Dann habt ihr das auch noch mal gesehen. Also hier das Asus Mainboard, das hat definitiv größere Spannungswandlerkühler, die mir auch persönlich besser gefallen, weil sie auch eine größere Struktur aufweisen. Da hat Asus wirklich was Gutes hier gebaut. Und wenn ich das Mainboard mal umdrehen darf, sieht man hier tatsächlich eine Backplate für die Spannungswandler, weil auch auf der Rückseite sitzen MOSFETs, die gekühlt werden müssen. Und auch der PCH-Kühlkörper ist größer dimensioniert als hier beim MSI-Mainboard. Aber ja, auch das MSI-Mainboard macht keinen allzu schlechten Eindruck. Ja, ich denke mal, damit kann man dann auch vorlieb nehmen. Der Sockel ist auch stark verschmutzt. Ist wahrscheinlich nur Wärmeleitpaste, hoffentlich. Nochmal kurz auf die Kontakte hier drauf zoomen. Ob man da schon irgendeinen verbogenen Kontakt feststellt. Nein, aber Staub, der muss dann natürlich raus. Und dann kann man hier eine Test-CPU einsetzen. Zum Beispiel so ein Intel Pentium G850. Wo war der denn nochmal? Oder hier den Core i3 2125. Den kann ich da jetzt mal einsetzen. Und dann kann ich das Mainboard damit auch mal testen. So, jetzt setze ich den hier mal rein. Dann kommt da gleich so ein billiger Boxlüfter drauf, einfach mal zum Testen. Da muss ich hier eben ja, die Halterung des Kühlers entfernen. Nun, der erste Mainboard-Test ist nahe. Ich habe das Setup jetzt einfach ganz schnell zusammengebaut und nicht einmal Wärmeleitpaste auf den Core i3 aufgetragen, was man ja eigentlich nicht machen sollte, aber für die kurze Testlaufzeit völlig ausreichend ist. Ich will ja auch eben nur in das BIOS gehen, beziehungsweise in das UEFI gehen, um zu schauen, ob alles soweit erkannt wurde. Und nochmal schauen, ob ja, Einstellungen wie zum Beispiel andere RAM-Frequenzen auch übernommen werden. So, der Powerschalter leuchtet schon mal und ich ziehe mir die Tastatur etwas näher. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt vom Powerschalter her. Naja, da drücke ich gleich drauf. Da dort hinten könnt ihr wahrscheinlich auch kaum sehen, leuchtet eine blaue LED-Leiste auf. Und wenn jetzt alles gut gehen sollte, kriege ich gleich ein Bild.
Hoffentlich. Oh, er geht aus. Vielleicht ist auch die CPU nicht kompatibel. So, nochmal die CPU getauscht gegen einen i5 2400 und den RAM getauscht gegen Samsung-Speicher und mal schauen, ob das was gebracht hat. Auch den RAM in andere Steckplätze gesteckt. Aha, okay. Ihr seht, ich bekomme jetzt tatsächlich hier ein Bild angezeigt. Vielleicht lag es am Prozessor. Das kann ja sein. Und der Lüfter dreht gerade furchtbar auf. Ich zoome da jetzt mal drauf und hoffe, dass ihr so ein bisschen was erkennen könnt. So, mal schauen, ob 8 GB RAM erkannt wurden. Tatsächlich läuft mit 1600 MHz. Ich kann dann auch auf den Punkt OC gehen und mir eine andere RAM-Frequenz einstellen. Zum Beispiel hier machen wir einfach mal das niedrigste bis 2133 MHz. Geht das? Und mal schauen, ob er den veränderten RAM-Takt auch übernimmt. So. Aber immerhin, ne, mit dem 2400er geht es und beide RAM-Kanäle müssen auch funktionieren. Und auch die Speicherfrequenz hat er übernommen mit 800 MHz. Das waren, glaube ich, vorher 1600 MHz. Okay, das war's dann erstmal zum MSI Z68A GD55, meine neue High-End-Referenz für den Sockel L55. Mein jetzt offizielles 6. Mainboard.